Stress, Unruhe und Anspannung regieren unseren Alltag. Das vegetative Nervensystem kann daran beteiligt sein. Das soll heute Thema sein und wir möchten dir eine tolle Technik mitgeben, mit der du eine Entspannung dieses vegetativen Nervensystems erzielen kannst. Wir begrüßen dich ganz herzlich zu unserem YouTube-Kanal Knob und Niehaus. Wir möchten heute das Thema des Vegetativums beleuchten und zwar ganz genau auf den sympathischen Grenzstrang eingehen. Und außerdem möchten wir dir eine Rib-Raise-Technik für zu Hause zeigen. Viel Spaß! Unser vegetatives Nervensystem spielt eine ganz große Rolle in der Stressregulation im Körper. Das vegetative Nervensystem steuert alles, was unbewusst im Körper funktioniert. Die Schweißproduktion, die Verdauung, die Sexualfunktion. Und da ist es wichtig zu wissen, dass es aus zwei Gegenspielern besteht. Das ist einmal der Sympathikus und einmal der Parasympathikus. Beide haben unterschiedliche Wirkungen. Der Sympathikus ist eher für Kampf-, Flucht- und Stresssituationen ausgelegt, während der Parasympathikus eher für Erholung und Verdauung zuständig ist. Von der Lokalisation dieser Anteile ist es auch wieder wichtig zu wissen, dass der Parasympathikus eher im Beckenbereich, im Bereich des Kreuzbeines seinen Sitz hat und auch im Schädel. Deswegen behandeln wir in der Osteopathie auch sehr gerne das kraniosakrale System, um diesen Anteil vom vegetativen Nervensystem wieder zu fördern. Und der Sympathikus hat seinen Hauptsitz im Bereich der Wirbelsäule und zwar in einer Struktur, namentlich der sympathische Grenzstrang, welcher wie eine perlschnurartige Kette die Wirbelsäule herunterläuft und auf Höhe der Rippenköpfe lokalisiert ist. Und deswegen haben wir hier eine Technik für dich, um genau an dieser Stelle anzusetzen und eine Regulation zu erwirken. Kommen wir zur Rib-Raise-Technik. Warum machen wir die und wann kannst du diese anwenden? Zur zweiten Frage, du kannst es bei jedwedem Alter anwenden, das ist für mich immer ganz wichtig für dich zu betonen, denn du kannst es bei Kindern und Säuglingen anwenden, ich mache das bei meiner Tochter zum Beispiel auch, aber auch im Praxisalltag, weil es eine wunderbare, entspannende Wirkung haben kann. Gleichzeitig ist die Technik oder das Ziel der Technik, dass wir eine Gewebeentspannung erreichen, nicht nur für den globalen Rippenwirbelgelenksbereich, sondern natürlich auch weiterhin für das Nervensystem, für das Gewebe drumherum. Das bedeutet, das Ziel muss es sein, auch den gesamten Thorax, den Brustkorb zu mobilisieren und flexibler in seiner Bewegung zu bekommen. Denn was liegt im Thorax? Nicht nur das Herz, die Lunge. Auf diese Prozesse kannst du mit dieser Technik auch Einfluss haben. Hinzu kommt, dass der venöse Rückstrom gefördert werden kann oder du auch einen Impuls auf das lymphatische System hast. Also von daher, du siehst, es kann viele positive Aspekte beinhalten. Deswegen ist die Technik von uns auch so empfehlenswert. So, kommen wir zur Technik. Sie wird betitelt als Rib-Raising-Technik, also Rippen anheben, Rippen hochheben. Du kannst die Technik vom Kopfende ausführen. Bei Kindern oder Säuglingen geht es auch vom Fußende. Bei Erwachsenen ist es immer besser, vom Kopfende auszuführen, um deinen eigenen Rücken auch zu schonen. Du möchtest mit deinen Fingern rechts und links neben der Wirbelsäule landen. Das heißt, die Wirbelsäule in der Mitte bleibt frei. Das heißt, du bist mit deinen Fingerkuppen auf Höhe der sogenannten Rippenköpfchen, wo auch der sympathische Grenzstrang lokalisiert ist. Das heißt, du gehst bei deinem Patienten oder bei deinem Angehörigen unter den Rücken, orientierst dich erstmal. Du bist natürlich auf Höhe des Brustkorbes. Unten in der Lendenwirbelsäule wird man diese Technik dann nicht machen. Wenn du deine Finger positioniert hast, dann bittest du den Patienten einmal tief einzuatmen und auszuatmen. Während der Ausatmung hebst du dann deine Finger an und bockst den Patienten hoch. Dann bittest du den Patienten ein weiteres Mal tief einzuatmen und die Luft anzuhalten. Dies machst du für einige Sekunden und bittest ihn dann auszuatmen. Und während der Ausatmung kommt dann dieser Schüttelimpuls. Und das kannst du 2 bis 3 Mal wiederholen. Ich zeige es noch einmal. Tief einatmen. Ausatmen. Ich bocke meine Finger hoch. Einatmen. Luft anhalten. Und ausatmen. Genau. Ich zeige es jetzt nochmal trocken. Das heißt, bei der Einatmung erstmal gar nichts machen. Bei der Ausatmung stelle ich meinen Finger auf und hebe die Rippen nach oben an. Dann bei der nächsten Einatmung halte ich das da. Es baut sich ein Druck auf. Und bei der Ausatmung wird dann
geschüttelt. Kinder mögen das immer sehr gerne, weil es natürlich dann auch lustige Geräusche macht. Dann kann man sagen auch, ja, sag mal ah, und dann kommt ah, wah, 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 wah. Das finden Kinder auch immer ganz toll, ist eine sehr schöne Technik. Man kann es auf zwei Etagen machen, das heißt einmal eher zwischen den Schulterblättern und einmal auch eher am unteren Anteil des Brustkorbes. Jeweils 2 bis 3 Durchgänge. Und man kann es auch statisch machen, also dass man gar nicht dieses Schütteln macht, sondern wirklich einfach nur dieses Anheben hat und wartet, bis durch die Schwerkraft das Gewebe anfängt nachzugeben, ja, dass die Spannung weniger wird. Also eine statische Variante der Technik. Genau, ganz einfache Technik, wunderbar durchzuführen. Ja, wir hoffen, dir hat das Video gefallen und du kannst auch selber die Technik einmal ausprobieren. Uns würde natürlich interessieren, schreib bitte einen Kommentar, wenn du die Technik ausprobiert hast, wie sie für dich wirkt, ob sie entspannend ist, was du für Erfahrungen damit gemacht hast. Ja, ansonsten kannst du zu dem Thema auch nochmal das Faszienrollen-Video von uns zur Brustwirbelsäule ansehen. Hier oben verlinken wir es dir noch einmal und da kannst du natürlich auch über sanftes Rollen mit der Faszienrolle in dem Bereich eine Entspannung erzielen. Bitte gib ein Gefällt mir, wenn dir das Video gefallen hat und abonniere unseren Kanal, um unsere Arbeit zu unterstützen. Und dann sage ich erstmal bis nächste Woche. Tschüss!